Der Schrei wird nicht funktionieren. Wieso? Jetzt. Stirb du. Und weg. Was wollt ihr eigentlich? Ist alle erledigt? Nein. Ah, da. Versteck dich doch nicht so. Du kleine Ratte. Oh, da runterfallen ist, glaube ich, nicht so prickelnd. Au. Boah, wie viele Schweine. Ja, komm, stirb, stirb. Laufen wir ein bisschen zurück. So, komm doch her. Was macht das Schwein da? Ich muss ein bisschen Schild hochheben. Sterb, du Schwein! Jawohl. Ha. Haben es geschafft. Was machen die eigentlich in dieser Höhle? Jetzt so gar nichts. Wie bitte? Ja, genau. Aber da hinten geht's auch weiter. Stiefel. Passen wir auf, dass wir hier nicht rauskommen. Ah, perfekt. Orgischen Streitkolben brauchen wir jetzt nicht. Ah, zwei Sperre. Hier war ich also schon, jawohl, jawohl, hier war ich schon. Ich bin einmal im Kreis gelaufen, verdammt.
mal den anderen Weg. Völlig außer Atem. Ja. Ja. Okay. Weiter, weiter, weiter. Sieht halt alles ziemlich gleich aus. Hier noch einer. Da wollte ich hin. Ist echt. Wieso bleibst du nicht einfach weg? Huch, noch eine Kiste. Ein Hahn. Ein Schild brauchen wir nicht. Durchsuchen wir doch die kleine Hütte. Jetzt sind wir hier unten. Okay. Meister, oh Gott. Das geht gar nicht. Ein bisschen mehr auf die Seite. Ei. Das ist zu viel gewesen. Yes. Und. Ah, verdammt. Nicht viel gefehlt. Komm schon. Jetzt würde ich einfach gerne wissen, muss ich mehr nach rechts, muss ich mehr nach links, ich weiß es nicht. Das gibt's doch nicht, das ist doch... Hm. Hey. So, so, nein. Machen wir es ganz langsam. Das gibt's doch nicht. Okay. Das ist zu viel. Viel zu viel, viel zu viel. Viel zu viel. Noch zu wenig, glaube ich. Oh, jawohl, doch, hat doch geklappt. Mhm. Nur deswegen wollte ich mich veräppeln. Leere Weinflaschen, nein, danke. Na dann, laufen wir wieder zurück. Wir kennen ja jetzt den Ausgang. Ich würde sagen, wir machen auch schon bald wieder eine Aufnahmepause. Damit ich mir überlegen kann, was wir noch alles machen können, sollen. Da wir ja jetzt die Hauptmission von Dragonborn abgeschlossen haben. Müssen wir mal gucken. Also ich habe vor, auf jeden Fall irgendwie noch ein paar Höhlen zu durchforsten, die Nebenmission alle zu machen. Okay, alle vielleicht nicht, aber noch ein bisschen mehr. Nicht. Ansonsten war es ja eher wenig. Nicht? So. Jetzt sind wir wieder draußen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Mission so schnell vorbeigeht.
Und irgendwie kann ich mir das auch gar nicht richtig vorstellen. Was wir mal machen können. Tierstein, da. Windstein. Die auch schon. Sonnenstein. Erdstein. Tierstein. Das war der Erdstein hier. Wasserstein. Gibt es doch noch irgendwo einen? Ja, in seinem Tempel doch, oder? Hier. Alles abgeschlossen. Lass uns das mal hinreisen. Rieglinge besitzen keine eigenen Kulturen, kulturellen Errungenschaften, doch sie durchkämmen Solsheim nach Relikten und bilden seltsame Bande mit ihren Funden. Ja, die sehen echt komisch aus, die Kerle. Dann müssen wir doch wissen, wo der ostkaiserliche Anhänger ist. Immer noch keine Ahnung. Falls jemand weiß, wo der ist, kann das mir gerne in die Kommentare schreiben. Damit ich mich nicht zu Tode suche. Baumstein. Wurzel der Macht aktiviert. Okay, hier ist auch nichts. Das sind noch solche Hütten. Gehen wir mal zu der Hütte dort. Huch, was ist das denn? Sieht aus wie der Eingang zu einer Dwemer-Ruine. Ja. Kagrumets. Kagrumets entdeckt. Coole Sache. Oh ja. Da geht's runter. Okay. Das machen wir mal. Aber nicht jetzt. Zuerst gehen wir zu dieser Hütte. Die irgendwo ist. Maroder Handelsaußenposten entdeckt. Ist hier zufällig irgendwas? Nein, gar nichts. Na klasse. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir. Okay. Schon wieder so ein Magier-Duell oder was? Fuß! Hör auf, hier rumzuzaubern. So. Immer Feuer und Eis kämpfen miteinander hier. Glaubt ihr, ihr habt eine Chance? Natürlich. So, komm mal her, erstmal her hier. Schwert durchs Gesicht und tschüss. Okay. Wo sind wir gerade? Seht ihr das? Sieht voll komisch aus. Dann kehren wir zurück nach Rabenfels und machen dort eine kleine Aufnahmepause.
Das Volk von Solsheim, die Erben des Wächters, müssen auf der Hut sein, da sonst der dunkle Einfluss Herma Moras oder sogar der Verräter selbst eines Tages zurückkehren wird. Ausgegossen, der Wächter und der Verräter. Das ist Mira arg. Hey, ich setz mal, glaube ich, mal seine Maske auf. Mal sehen, was passiert. Werde ich da zum Mira arg? Probieren wir es mal aus. Nein. So. Mira-Arc. Hallo. So, mal das hinstellen. So, ich bin Mira-Arc. Immer noch nicht gutes. Gutes Licht. So. Ihr reist gen Osten? Macht besser einen großen Bogen um Telmitrin. Dieser Ort gefällt mir überhaupt nicht. Ah, was für ein Ort? Wie heißt der? Jetzt haben wir einmal das hier bekommen. Das Stahlrimm-Vorkommen. Und was gefällt dir nicht noch? Nein. Nein, das hat er nicht gemeint. Boah, noch so viele Sachen zu entdecken. Ach, keine Ahnung. Was er jetzt da gemeint hat. Boah, ist abgeschlossen. Oh. Meine Miene. Okay. Dann setzen wir wieder unseren normalen Helm auf. Und ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.